Spirulina, das grüne Blut. Die häufigsten Symptome einer Anämie sind Müdigkeit, Kältegefühl, Reizbarkeit und verminderte Leistungsfähigkeit. Ihr geht meist ein Eisenmangel voraus, sie kann aber auch durch einen Mangel an Vitamin B12 verursacht werden. Eisenmangel erschwert es dem Körper, Hämoglobin, einen wichtigen Blutbestandteil, zu bilden. Dies führt zu einem Sauerstoffmangel und macht es dem Körper schwerer, seine Arbeit zu erledigen. Interessanterweise kann dies in den meisten Fällen nicht durch eine Eisenergänzung verbessert werden. Denn schließlich besteht Hämoglobin nicht allein aus Eisen. Andererseits wurde bereits 1933 und 1936 eine Anämie bei Laborratten durch die Verabreichung von Chlorophyll erfolgreich behandelt. Dies ist sehr interessant, da Chlorophyll kein Eisen enthält. Aber alles andere schon, denn Chlorophyll und Hämoglobin sind genau dasselbe, bis auf einen Unterschied. Hämoglobin enthält Eisen und Chlorophyll enthält Magnesium. Der Hauptbestandteil von Spirulina ist Chlorophyll, und sowohl Labortests als auch Erfahrungen haben gezeigt, dass es bei der Behandlung von Anämie sehr wirksam ist. Aus diesem Grund wird Spirulina auch als grünes Blut bezeichnet.